Oh! Der Kill war sick! Yo, meine guten Freunde, und willkommen zu einer Folge Rainbow Six. Mal wieder. Endlich. Hello, Potato Friend. Ich habe eine andere Kartoffel in meinem Team. Deswegen hat er geschrieben, hello, fellow Potato. Ja, ich habe mir gedacht, nach langem müssen wir mal wieder eine Runde Rainbow Six Siege spielen. Ich habe es nämlich gestern Abend mal wieder gespielt, sprich Mittwochabend. Jetzt haben wir Donnerstag. Und das Video wird Freitag kommen. Genau, was ich auch direkt am Anfang noch erwähnen möchte, ist, ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, wenn ihr dieses Video am Freitag gegen 14 Uhr seht, könnt ihr damit rechnen, dass ich zurzeit einen Livestream mache. Auf twitch.tv, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, mir live beim Spielen zu gucken und alles Mögliche. Wie schnell hat er mich bitte gerade getötet? Hä? Der hat ja noch nicht mal richtig anvisiert gehabt. Digga, wegen sowas könnte ich wieder ausrasten bei Rainbow Six. Aber egal, das ist noch nicht verloren, das Match. Es war nur unlucky. Ist für euch jetzt natürlich nicht so spannend, aber wird schon auf jeden Fall funktionieren. Also wie gesagt, ich werde deshalb, wo ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich live auf Twitch sein. Schaut gerne mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Denn je mehr Leute, desto besser ist es natürlich, ne? Desto witziger. Oh oh. Jetzt wird's langsam knapp. For fuck's sake. Einen hat er. Oh, drei Leute haben noch gelebt vom Gegnerteam. Na gut, scheiß Runde, aber wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder in der nächsten Runde als Attacker. Ich hoffe mal, wir haben diese Runde, oder ich habe diese Runde ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen weniger Pech, ne? Drohnenphase ist immer so ein bisschen träge. Miss with the Pope Toy get the no scope. Okay, hat sich nach unten angehört, ist es aber nicht. Ist wahrscheinlich irgendwie erster Stock oder so. Das war jetzt Keller, Erdgeschoss. Ja, tatsächlich erster Stock. Ne, oder zweiter Stock. Ne, erster Stock, tatsächlich. Gut, hier können wir durch. Ich denke mal, wir können durch das Südfenster, okay. Das können wir so stehen lassen. Ja, doch, das könnte funktionieren. Jetzt müssen wir nur einmal um die Map rumlaufen, aber ich hoffe, dass keiner irgendwie so richtig eklig spawntrippt. Wir gehen mal safe. Na, guck mal, die kleine feige Schwuchtel. Da hat auch einer gepiekt, Alter. Kann man alles so kleine. Übrigens nichts gegen Schwule. Nur mal so, ne? Ich sag das immer nur, um die Leute zu beleidigen. Ach, da ist ja schon mein Teammate drin, ja moin. Alter Schwede. Du Sackgesicht. Ah, den hat er. Perfekt. Oh! Der Kill war sick! Boah, der war richtig schön, Alter. Ich hab mich schon fast geahnt, dass er auch in dem Raum von dem Tachanka drin war. Keine Ahnung, irgendwie hab ich's mir fast gedacht. Echt. Also manchmal sind die Gegner auch so doof und spielen so obvious. Na. Oder ich bin einfach nur jemand, der
sich ganz gut Gedanken darüber macht oder recht fix. Ja, dieses Video wird ja noch, wird an Karfreitag online kommen. Mich würde mal interessieren, was ihr so an Ostern macht, sprich, seid ihr mit der Familie unterwegs, geht ihr feiern? Ich glaube, in einigen Bundesländern darf man an Karfreitag gar nicht feiern, sondern erst am Samstag oder so. Sprich, man darf erst nach Mitternacht, 1 Uhr oder irgendwie sowas feiern, weiß ich gerade nicht. Oder chillt ihr einfach nur zu Hause, guckt euch Osterfilme an oder so. Das könntet ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil das würde mich echt mal interessieren. Ja, und für die Leute, die es interessiert, ich bin an Ostern dieses Jahr bei Kim. Sprich, wir fahren am Samstag los jetzt, also morgen, wenn ihr das Video seht. Fahren dann zu ihrer Schwester, essen da schön, machen uns einen entspannten. Und am Sonntag sind wir dann bei Kims Eltern eingeladen und werden dann entspannt mit der Familie dort essen und gammeln. Und ich denke mal, das wird ganz nett werden. Machen wir wieder den gleichen Fehler. Ich denke mal, das wird ganz nett werden. Werden dann Sonntag wahrscheinlich im Laufe des Ostersonntages noch mit Kims bester Freundin was machen. Weil die waren irgendwie verabredet und das hat dann aber doch nicht funktioniert, weil Kim heute arbeiten musste oder morgen. Nee, am Freitag. Und deswegen... Hundesohn, Alter, nochmal klappt das nicht. Kleiner Bastard. Der denkt auch, er wär's irgendwie, ne? Einer ist auf der rechten Seite. Vielleicht auch über mir. Ich glaube, der Typ ist über mir. Aber Ostern ist ja ein recht interessantes Thema, weil da ja auch jeder unterschiedlich feiert oder unterschiedliche Sitten hat. Wie gesagt, würde mich gerne mal interessieren. Haut's mir einfach in die Kommentare. Wenn ihr wollt, ne? Wenn ihr natürlich wollt, dass das privat bleibt, dann braucht ihr das natürlich nicht tun. Ich zwinge da natürlich keinen zu. Da kommt er nicht durch, da will aber... einer. Da ist die Drone. Motherfucking Jones. Dank Potato left the game. Hier ist, glaube ich, noch nichts offen, ne? Nee. Der eine steppt die ganze Zeit über mir. Das geht mir so auf den Piss gerade, ne? Jo, noch einer geht, noch einer kommt. Oh. Ich würde das Match natürlich gerne gewinnen. Ihr kennt mich ja, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Also die Leute, die mich aus dem Livestream kennen, die wissen auf jeden Fall, dass ich immer 100% gebe. Beziehungsweise mir immer Mühe gebe. Digga, wieso steppt der denn immer noch über mir? They are coming from the stairs, 2 guys. Oh oh. Oh oh. Oh, ich muss sagen. Der kommt halt einfach nicht vor, ne? Der Fuse hat nichts mehr! Wie assi! Fuck. Das war eine richtig doofe Runde. Wir hatten irgendwie einen, der geliefte ist, oder zwei Leute. Scheiße. Wir sehen uns in der nächsten. Bis gleich. So, dann sind wir wieder als Attacker. Es geht wieder los mit der Drohnenphase. Letzte Runde lief ziemlich... nicht... unglücklich. Unglücklich. Nennen wir es unglücklich. Ich habe einfach... ultra auf den Sack bekommen. Ich hätte den einen... lol. Ich hätte den einen killen müssen. Habe ich auch nicht gemacht. Also der... Den... Wie heißt der? Blitz? Den hätte ich locker töten müssen. Und den... ja, den anderen, sprich den Kollegen Fuse, hätte ich locker auch hitten können. Ich hoffe, meine Kamera steht gleich noch, ne? So. Bup. Wir treffen die Kamera nicht. Wir gehen wieder an den Rand, die Tür ist wieder offen.
Nice! Oberführer! Jawohl! So. Nice, meine Kamera steht noch. Dann gehen wir jetzt mal hier an die Wand. Und gucken jetzt mal oben, ob wir uns hier irgendwie... Okay. Was? Mann, warum habe ich so Pech? Er hat die ganze Zeit in die andere Richtung geguckt. Und auf einmal dreht er sich um und gibt mir den Instant-Headshot. Er hat ja... Der war ja direkt auf meinem Kopf drauf. Ah, ist das ätzend. Einer ist auf der Südseite in dem kleinen Raum. In so einem Nebenraum. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ist das ärgerlich, Mann. Ah, kommen wir mal den Blackbeard zu. Der ist schon hier im feindlichen Gebiet. Ich hoffe mal, dass wir die Runde noch holen können, weil dann haben wir auf jeden Fall Chance, in der Overtime das Ding noch zu reißen als, ich glaube, Angreifer. Aber es sieht nicht so aus, als ob das jetzt noch was wird. Ach, komm schon, Leute. Bitte, 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 bitte. Motivieren. Oi, 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 oi. Über euch, ne? Über euch. Ach, nevermind, ist down. Immer, einer ist immer noch rechts. Ah, ich sag's ja. Scheiße. Alles gut. To the right. One is... Yeah, yeah, one. Achso, sorry. Mach mich stolz. Also er hat noch anderthalb Minuten, er kann das locker schaffen. Ach, mein Auge juckt gerade, sorry Leute. Wenn er das macht, ne? Ich bin gerade so ruhig, ne? Weil ich mich gerade... Weil ich todes mit ihm mitfühle. Ach, Alter. Der eine ist hinten, der ist rechts in dem Raum, der eine. In dem Raum ist einer? Oder hinter der Wand ist einer? Er hat noch Zeit. Er hat noch Zeit. Der Raum ist direkt vor ihm und er hat eine Minute Zeit noch. Na, jetzt wissen sie, wo er ist. Jetzt ist das Ding durch. Die Kamera hätte kaputt sein müssen. Na, das Ding müsste jetzt durch sein. Die aimen ihn jetzt einfach ab. Und wenn er crossed, dann wird er von beiden Seiten abgeschossen. Ja. Na, schade, schade. Ja, aber Leute. Auch wenn die Runde nicht so gut lief, wir haben dieses Mal was gerissen in der einen Runde. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, falls nicht, Daumen nach unten und bitte mit Begründung, ne? Also, ne? Wenn ihr dann Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, warum das Video für euch nicht so gut war, dann kann ich daran arbeiten und mich stetig verbessern. Das wisst ihr, das ist mir wichtig. Ja, genau. Schaut auf jeden Fall mal beim Livestream vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr live mit mir zocken, mir zuschauen. Ihr könnt live in den Chat schreiben. Ich werde live darauf eingehen, euch Fragen beantworten können. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!